Frau Stadtverordneten vorstellen, sehr geehrte Damen und Herren. Eigentlich wollte ich zu dem Punkt nicht reden, aber irgendwie scheint ja jeder die Anfrage zu nehmen, um über das zu reden, worüber man gerade reden will. Ich werde es jetzt trotzdem nicht tun, aber ich finde es irgendwie eine ziemlich seltsame Art. Also wir haben irgendwie Anfragen auf der Tagesordnung, normalerweise werden die dann beantwortet. Wenn es nicht sofort möglich ist, verstehe ich ja, dass das nicht immer geht, aber dann sagt man das normalerweise ja oft auch schon am Anfang bei der Tagesordnung, weil dann wird es einen formalen Beschluss geben, dass es in den Antrag kommt. Aber wir dürfen gar nicht drüber abstimmen, sondern wir müssen respektieren, jetzt ist noch keine Antwort da, wir kriegen auch noch nicht die weitere Antwort, die schon da sind. Gut, dann ist es in der nächsten Stadtverordnetenversammlung. Es war bei den Anfragen zu den Querdenkern ja gerade das Gleiche. Es ist kein formaler Prozess. Wir sind hier das höchste Gremium, machen eine Tagesordnung, es wird irgendwie, finde ich, nicht formal korrekt behandelt. Stattdessen werden inhaltliche Debatten dann da aufgemacht, wo es heißt, bei anderen Punkten wie der Netzreform, und ich könnte jetzt einfach meine Rede zur Netzreform halten, wir sollen in den Fachausschuss gehen, um das fachlich zu diskutieren. Das ist eine Anfrage und also ich finde es irgendwie ein bisschen seltsame Art. Ich finde diese Stadtverordnetenversammlung heute, da müssen wir irgendwie noch reinfinden. Das ist irgendwie, läuft mir nicht so runter.